Willkommen zurück hier bei Pokémon Apollo. Ich habe ein kleines bisschen trainiert, wenn auch nicht viel. Ich weiß nicht mehr genau, was wir geschafft haben. Hier, das Slowking ist Level 13 geworden. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Ich bin jetzt wieder hier in der Stadt, deren Namen ich vergessen habe. Ich glaube, es war Saffronia City. Nee, es war Kerulean City. Auch wenn ich den, die Übersetzung vergessen habe. Ist auch egal. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, den hatten wir besiegt. Er hat das Fahrrad gegeben. Stimmt, das Fahrrad. Hatte ich ganz vergessen. Mit der hatten wir, glaube ich, auch geredet. Joa. Nur ganz kurz, damit wir auch wissen, dass wir nichts vergessen haben, oder? Und somit auch keine wichtige Erfahrung verschenken. Hier waren wir höchstwahrscheinlich drin. Trotzdem gehe ich nochmal kurz rein. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Ne, hier waren wir auch. Vielleicht sind wir ja schon weiter, als ich dachte. Hier waren wir, um uns Sachen zu kaufen. Da haben wir auch mit angeredet. Und, ja, das war doch das mit dem, genau, ich erinnere mich. Ups, das war nicht mehr extra. Aber egal, da können wir uns etwas kaufen. Hier, wollte ich es wohl noch. Jo. Üpp, habe ich einen Satz angefangen? Ich glaube schon. Hier. Was ist denn? Ah, jetzt hatten wir auch. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Auf der Route waren wir. Da haben wir nämlich eben kurz trainiert. Offscreen. War nicht so interessant. Ach, hier. Hier kommen wir noch rein. Nee, haben wir das Ding hochgejagt. Okay. Nur zur Sicherheit. Okay. Und wer ist das? You're a trainer too. That's an odd outfit for a trainer, isn't it? Oh, ich dachte, er wollte kämpfen. Nee, hier waren wir wahrscheinlich auch schon. Ach, wir haben das noch gar nicht gemacht. Wir wollten das nur hochsprengen. Okay, okay. Also in die Luft sprengen. Blow up. Hm. Gut, dann sind wir jetzt bei der Brücke, wo diese fünf Trainer standen, wo man sich normalerweise Mew erbuggen konnte. Ja, gut, gehen wir ran. You can't pass through here. Mal schauen. Der sieht wirklich aus wie James. Cool Trainer Samuel would like to battle. Warum liest ich das überhaupt vor? Das anderen haben wir eben auch gesehen. Aber nicht gefangen, weil wir schon 5 Pokémon haben. Joa, wie ihr seht, Level 13. Das ist irgendwie kein Problem mehr. Leicht witzlos. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht zu sehr auf unser Slowking, unser Lushoking. Das war schon okay. Ich weiß es nicht mehr. Verlassen war es uns. Ja. Auch Stein. Nein, meine ich. Nein. Weil das sonst zu overlevel ist. Und die anderen nicht mehr hinterherkommen. Und wenn wir da mal was anderes brauchen als Wasser, dann haben wir keine Chance mehr. Weil ich bin also der Trainer, der alle seine Pokémon aufs Level, selbe Level bringt. Naja, kennt das bestimmt. Level 14. Konfusion. Machen wir. Was brauchen wir denn gar nicht? Ja. Ich mag, wie hieß das noch? Ach, Growl. Ich entdecke bei Englischen. Ich mag Growl nicht so, deshalb haben wir jetzt Konfusion gelernt. Damit können wir jetzt unseren nächsten Gegner einfach mal verwirren. Ich weiß doch nicht, was das für ein Pokémon ist. Aber einfach mal unser Koffing. Unser Smoggern. Unseren Starter. Will ihn nicht verlassen, vernachlässigen. Super. Ah. Okay, war schon die richtige Entscheidung auszuwechseln. Weil Wasser gegen Wasser wäre nicht so cool geworden. Und irgendwie ziemlich nervig. Wieso trifft Smog nicht? Egal. Ich konnte Smog und Poison Gas nie auseinanderhalten, weil das beinahe dieselbe Animation ist. Ich glaube, am Ende flackert Smog hier. Ja, genau. Und Poison Gas vielleicht nicht. Oh, der ist vielleicht selber resistent gegen Gift. Trotzdem will ich die vergiften. Ach nö, komm schon. Dafür bin ich über dem, wie man Fisch sieht. Ja, er wird vergiftet. Ich weiß nicht, ob ich auswechseln soll oder das mit Tackle durchziehen soll. Aber wenn ich mich recht erinnere, war der Angriff von Smogger nicht so, dass es so leicht Tackle zu machen ist.
Dennoch will ich es probieren. Haben wir Tränke dabei? Also genug Tränke? Es ist zu lange her. Ich habe die damaligen Aufnahmen alle zu nah beieinander gemacht. Das will ich diesmal anders machen. Deshalb werden jetzt die Parts auch kürzer. Und besser verteilt. Vielleicht so dreimal in der Woche. Pokémon. Dann den Rest so anderes. Oder zweimal in der Woche. Das wird ja auch noch reichen. Damit es überhaupt irgendwer guckt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Leute gibt, die, naja, wirklich alles sehen würden. Und das wäre schon sinnvoll bei einer Story. Also bei einem Spiel mit Story. Uah. Just because you beat me doesn't mean I'm letting you through. Was? Doch. Hehe, das ist gemein. Ja, super. Kommen wir nicht durch. Okay, ich glaube nicht, dass es möglicher wird, wenn ich es nochmal versuche. Dann gehen wir also zurück zum Pokécenter. Hat zwar nicht so viel gekostet gerade, aber dennoch will ich uns heilen. Ah, ich hasse es. Ach, gut, dass wir eben Emulator spielen. Leertaste. Wir speichern kurz auf der 2. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Steuerung F2 drücke, weil ich dann nämlich den Spielstand von der F2 lade. Und da ist, wenn überhaupt, ein sehr alter. Naja, so lange spielen wir noch nicht. Den will ich dann laden und damit dann den aktuellen Spielstand verwerfen. Und das will ich nicht. Haben wir eine Karte dabei? Haben wir überhaupt eine Karte? Hat uns Giovanni die Karte gegeben? Wahrscheinlich gar nicht, ne. Ich komme da jedenfalls nicht durch. Vielleicht ist hier jetzt irgendwas? Na, wohl eher nicht. Okay, wie auch. Ah, sein Name. Ja, wollen wir aber gar nicht. Wir haben eigentlich genug Team, aktuell genug Team Pokémon. Den drücken wir einfach kurz die Aquakanare rein. Du bist schon sehr effektiv und so. Und so. Hat es nicht so viel gebracht. Ich wechsle mal wieder das Anfangs-Pokémon, also das Start-Pokémon. Jetzt habe ich nachher irgendwann, ja, wie bereits erwähnt, zu viele Probleme, das aufzuholen. Also zu große Probleme. Ja, das ist mir egal. Hier können wir nicht durch. Ich rede mal mit dem Typ, ob der eine Lösung hat. Nö, hat er nicht. Surfer können wir noch nicht einsetzen. Ach. Ich müsste vor allem eine gute Lösung zu finden. Aber habe ich eine Wahl? Haben wir schon VMs? Ist zu lange her. Key Items. Kommen wir aber nicht zum Back. Oh, nicht aufhängen. Okay. Ach so. Antivir. Hier runter. Ich denke mal, Misty ist immer noch weg. Ja. Hier wird sich nichts verändert haben. Trotzdem weiß ich nicht genau. Können wir nicht hier rumgehen? Ja, okay. Wieso nicht? Wow. Lag. Trotzdem weiß ich nicht genau. Nice, nice. Ordentlich, finde ich gut. Weiß ich nicht genau, wo wir jetzt lang müssen, würde ich sagen. Aber ich weiß, wo wir lang müssen. Wie kann das eigentlich laggen? Jetzt liegt ein verstecktes Item irgendwo. Das wird hier gar nichts bringen. Vielleicht steht hier nachher irgendwer. Ich weiß es noch nicht. Da sollten wir noch nicht lang gehen. Da kommen wir her. Dann bringen wir jetzt mal die Bombe an. This is the perfect spot. Just set down the loaded powder jar. Oops. This is a bright explosion. There is no way the jar could have survived. Gut. Oops. The room is filled with smoke and debris. It looks like nobody is home. Ja, eigentlich schon. Time to search for the TN. Nothing over here. Better check the other side of the room. Still nothing. Where could it be?